Hey Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut ein türkischer Server Elo Client mit meiner Wenigkeit als Zed in der Midlane. Endlich habe ich ihn mal wieder bekommen. Ich freue mich so sehr darüber, um ehrlich zu sein. Geniale Sache. Von daher können wir an sich mit dem Client fortsetzen. Echte, richtig gute Sache für mich. Vor allen Dingen, weil jetzt wiederum die Bandwagon von Zed relativ weit unten ist. Was heißt weit unten? 40% aktuell, glaube ich, in etwa. Von daher 60% der Games bekomme ich höchstwahrscheinlich wieder mein Set, falls ich Midlane sein sollte. Aber ansonsten sollte es das an sich kein Problem mehr sein. Von daher, wir werden sehen, ob wir es erreichen können. Unser Ziel ist immer noch Master Tier. Aber ich denke mal, das sollte an sich jetzt nicht so das ganz große Problem darstellen. Und wir spielen höchstwahrscheinlich in der Midlane gegen Lissandra. Lissandra Set ist ein relativ normales Matchup. Spiele ich relativ häufig. Weil die Leute immer meinen, ja, die Sandra kommt jetzt sowieso Zed und trotzdem verlieren sie dann damit. Finde ich klasse. Vor allen Dingen, das scheint auch kein wirklich guter Sandra-Spieler zu sein. Der hat im Durchschnitt 2,4 Kills, 4,6 Tode, 6,6 Assists. Das ist schon ziemlich bad. Die Sets von der Vayne sind dagegen relativ gut. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Oh, meine Hände kleben ein wenig. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. So, manche haben mich gefragt, ob ich eventuell mal. Das stimmt alles. So passt das. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So. Manche haben mich schon danach gefragt, ob ich vielleicht mal was erklären könnte, warum ich das und das mache während der Laning-Phase. Wäre durchaus möglich. Vielleicht habe ich ja mal in dem Game ein bisschen mehr Zeit zum Reagieren. Oh, hi. Na, schlecht predicted. Ist aber egal. Dann bekomme ich doch Midlane Cho'Gath. Ach, das ist echt widerlich. Das mag ich überhaupt nicht. Dia 5. Der höchste hier ist Diamant 2 mit 75 LP. Schon ziemlich niedrig eigentlich. Bekomme ich jetzt wirklich Cho'Gath? Tatsache. Ah, ich hasse Cho'Gath gegen Zed, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja klar, er fängt mit dem Spikes an. Und ihr seht schon, der heilt sich schon dagegen, gegen meine Harass-Taktik. Er kann aktuell nicht viel machen, außer. Er tut auch schon ein bisschen weh. Aber ich auch. Ich denke, ich kann ihn mit Level 2 töten. Ich will ihn haben. Boah, ist so widerlich gegen Cho'Gath zu spielen. Ihr seht schon, der hält sich schon wieder extrem dagegen hoch. Gegen meine Russ. Schon wieder Full Life. Dämlicher Champion. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich ein direkter Counter ist, aber es könnte durchaus sein. So, den nehme ich mir auf jeden Fall noch mit. So, Harass. Ihr müsst immer aufpassen. Wenn der Gegner wirklich Nasta haben möchte und er ist Nahkämpfer, da könnt ihr ihn relativ leicht mit Zed die WEQ-Combo predicten. Oh man. Ja, das ist so widerlich. Probieren wir mal kurz das Ausgleich. Ich eule in den Gleich. Tot. Fucking Cho'Gath-Spieler.
war mein kleines Zeitfenster, das ich hatte. Und ich hab's genutzt. Ja, wir gehen mal weg. Das Hunger ist auf jeden Fall mal Hextrinker gegen ihn und noch ein paar Hitpots, weil, na, Sugar zählt sich halt extrem gut. Das ist ein ganz großes Problem an der Sache. Und daher müssen wir uns auch irgendwie dagegen sustainen können. Deswegen auch die 4 Hillpots, ansonsten komme ich dagegen, glaube ich, nicht an. Und wir wollen dagegen ankommen. Und der Grace fand ziemlich gut auf der Top-Lane. Ich dagegen miserabel. Wobei ich lieber gegen die Sandra lane würde, um ehrlich zu sein, als gegen Chuckert. Beide getroffen. Vor allem, ich bin ja auch Nachkämpfer, von daher kann er mich auch leicht predicten. Was ich machen möchte. Genau das hier. Do not fear the shrouded path. Okay. Brave the shadows. Ich glaube, der Hillport war sogar Verschwendung an sich. Der schreit jetzt 100% hier rein, war klar. Der schreit hier rein. Hm. 35 CS zu 38. Schade. Der sollte tot sein sogar. Ah, follow wir den ab. Oder auch nicht. Sehr schöner Rest. Und es müsste halt immer wiederholen gegen Chuggert. Bis er halt auch kein Mana mehr hat. Was durchaus gleich der Fall ist. Er kann mich durchaus resten. Ich habe noch 3 Hitpots. Er ist tot. Ja. Ich wurde gesilenced. Und ich habe CS gemisst. Aber richtig, CS gemisst. War aber gut für Melister. Ah, ne, 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 ne. Ah, der ist tot, oder? Ja. Ja. War greedy. Secrets kept are weapons wasted. Lol. So was. Da kaufen wir uns am besten mal ein bisschen Durchdrehung ein. Wieder. Ja, 5 Healpots. Easy. Guys, easy guys. 5 Healpots. Geht schon. Ich kann ihn nicht verstehen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren reinschreiben, was er mir gerade gesagt hat. Aber ansonsten. Keine Ahnung. Don't know. Vielleicht Botlane War, wobei es an sich nicht nötig ist. Oh. Schon wieder ein Cannon-Minion verpasst. Ich krieg's nicht mehr hin, anscheinend. Ist mal so. Kalista's disconnected. Bekommt Rest ab. Da kommt Kalista.
Okay. Okay, ich musste flashen leider in der Situation ansonsten. Wer ist gestorben gerade? Kalista? Ich verstehe. Oh. Okay, mein Farm ist really, really bad. Ah, ich hätte es besser predicten sollen. Egal. Wir sind fast 20 CS ahead. Ist an sich really good. Really, really good. I really, really... Okay, nein. Einfach no. Ich wette 100%ig, dass hier irgendwo der Jax rumlungert. Und er wartet nur auf seine Chance. Oh, das war sogar... Na, ich hatte keine Energie mehr, oder wie? Er ist tot. Ist also richtig tot. Sehr schön. 6-0 Set. Das gefällt mir. Okay, mehr machen wir nicht. Wir machen Drake. Ist sicherer, vor allem die hat noch der Rava. Ist egal, noch den hier. Die Wort ist mal ein bisschen irrelevant in der Situation. Einzige Wort, die wir es hier machen werden, ist die Toplane hat er die. Ja, perfekt. Ich hab noch zwei Healpots, er hat drei. Das ist in Ordnung soweit, ganz klar. Wir haben auch Blue Buff bekommen, von daher, wir können uns hier einiges erlauben. Außer das hier, ja. Ansonsten, wir können uns an sich Ghostblade kaufen, in der Base gehen, aber ich möchte noch ein bisschen da bleiben. Ich weiß nicht, ob das greedy ist von mir. Eventuell schon. Ich hau auch gleich Ultimate ab, aber der hat schon wieder ein paar Stacks gesammelt. Okay. Botlane ist wieder Party-Time. Ah, schade. Der ist 04, aber an sich könnten wir ihn, glaube ich, locker fighten. Locker. Kommt sein W 100%ig gleich raus.
Das gibt an sich nur 2 Stacks, ist schon ziemlich unruff. Dann nehmen wir einfach Midlane Tower. Ja, ist okay. Mit dem Harass können wir leben. Jetzt gehe ich auf jeden Fall weg. Ich habe 3000 für Gold, ansonsten bin ich viel zu schwach aktuell. Wobei der Gegner ist auch relativ weit behind ist. Rüber, rüber, rüber! Ich glaube, sie ist tot. Könnte schon. Obwohl, sie hat überlebt. WP. Ich dachte wirklich, sie wäre tot gewesen in der Situation. Vergesst immer wieder, dass meine Cooldown höher ist mittlerweile. Okay, ne, man meint immer die auch die Wave hier mit. Oh, ich will ihn haben. Danke. Und weiter geht's. Vielleicht Botcham noch hingehen. Ist der. Die hat die 30 Stacks fertig. Wow, das reicht nicht. Sehr schön. Im ersten Moment war es mein Fehler. Ich habe die nicht bursten können. Ich habe, glaube ich, meine Schuhe künstlich getroffen gegen die Wellen. Schade. Aber ansonsten läuft ja alles nach Plan. Ich habe nur keine E-Portion mitgenommen. Die holen wir uns jetzt einfach mal ab. Genauso wie es die auf der Top-Lane. Lauf, Wayne, lauf! Sia. Top-Lane ist gestorben. Vayne ist gestorben. Top-Lane hat schon relativ viel Crip. Master.
Lubaf hilft mir auch natürlich dabei, die Waves zu clearen. Chugat ist 40 CS behind. Ausreichend vorerst. Aber der Unterschied wird noch größer werden. Full Life, Chugat. Hat er ihn bekommen? Ja, hat er nicht. Ich frage, ob die gewollt ist. Mit Lane pushen. Ich lasse mal die Cubes, dass er sich wieder hochrecken kann. Genau. Hat ein paar Shots abbekommen von mir. Was heißt Shots? Ein paar Angriffe. Ich habe gleich Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein. Oh, das war bad. Okay, ich hatte keine Energie mehr. Es war richtig misplayed. Oh. Ja, es war richtig misplayed. My bad. Die Frage, was wir uns am besten noch kaufen sollten. Ich glaube sogar mehr Cooler Reduction. Versteht er einfach überhaupt nicht, aber egal. Ist weiter wichtig. Black Lever für die Cooldown Reduction, die ich leider nur durch die Items bekomme. Das hier ein Ticket Back, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, meine Freunde. Geht die back. Sugar brauche ich erst gar nicht mehr zu fokussen, vorerst. Soll mal gucken, vielleicht. Das wird keine schlechte Idee. Die hat auch noch der Bauer. Sehr schön. Den können wir locker machen. Ja, macht mir. Sehr schön. Okay. Wer ist da noch? An enemy has been slain.
Ja, okay, so geht's natürlich auch. Naja. Shuka ist wieder am Leben. Ja, ich gehe mal back. Quest Level 15 genauso wie ich. Dann kaufen wir uns noch das hier. Wo ist das Item? Das zweite to last Whisper. Pickaxe. Das war irgendwie auch komplett irrelevant. Wobei Flat. Arm Penetration ist immer gut. Kalista hat 2-3-3. Na, die bekommt keine Kills irgendwie. Schade. Der dritte Drake ist auch an sich gar nicht mal so useless. Ja, 5% mehr Movement Speed. Sehr schön. Ja, ich gehe mal back, glaube ich, oder? Ja. Kalista macht ja alles richtig. Nicht schlecht gespielt. Oh, wow, 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 wow. What the fuck? Okay, das war unerwartet, um ehrlich zu sein. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war echt unerwartet, aber naja, das ist einfach nur ein Schönheitsmakel, die eins hier. Aber ansonsten macht das nicht viel aus. Kalista hat jetzt Kills bekommen, von daher ist alles in Ordnung soweit. Okay, Phantom Dance auf Kalista? Hm. Ich weiß ja nicht, ob das rough ist. Dazu. Komm, noch ein Auto-Tech, noch ein Auto-Tech, noch ein Auto-Tech. Müssen deffen. Kommt Sugart. Aufpassen. Die sollte da nicht so wahllos rumlaufen. Das meine ich. Ah, tot. Ja, das meine ich. Das war zu wahllos. Das macht sie im Blue.
wohl Solo gehen und die Split pushen. Okay. Vielleicht ist der Blue Buff noch da, eventuell. Ja. Die Bank dankt. Der hat immer noch nicht seine 30 Stacks fertig. Let's go, komm. Oh mein Gott, wieso kann ich nicht zurückspringen? Schon fast aus wie nach Script. Okay, das war auch seltsam. Naja. Das haben sie den Fall ziemlich gefroht. Und ich hab halt komplett reingedörbt, wie man gerade gesehen hat. Aber ansonsten sieht schon, den kriegt sie auch noch. Oder auch nicht. Ah, schade. Aber das Game ist, denke ich mal, vorbei. Ah, man ist jetzt so unglaublich schlecht geworden. Kriegen sie das hin? Ja, sollten sie mal hinkriegen. Ja, vorbei. GG. War ein gutes Game. Nach langem mal wieder. Auf meinem Smurf-Account. Am Schluss habe ich halt ein bisschen reingedrückt, aber ansonsten war es eine gute Performance, denke ich mal. Soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann dementsprechend beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. See you guys.